Heute ist der Toni Navarro ein Stadtsücher Original, aber von den Spaniern vor 25 Jahren in einer versteckten Seitengasse vom Niederdorfs Restaurant Turm eröffnet, hätte niemand gedacht, dass es mal so weit bringt. Schon über 3 Millionen Gäste hat Toni Navarro bewirtet. Sein Restaurant ist zur Institution geworden. Über sein 25-Jahr-Jubiläum, das er diese Woche feiert, redet der Gastronom im Beitrag von Stefan Kaufmann. Wenn der Toni Navarro am Herd steht, ist er in seinem Element. Auch heute noch hantiert der 58-jährige Spanier fast täglich mit der Pfanne, lässt es brutzeln, kreiert und dirigiert. Kochen, das ist dem Toni Navarro seine grosse Leidenschaft, eine Liebe, die nie werde enden. Die Liebe habe ich nicht abgenommen, sondern zugenommen und nehme jeden Tag zu. Heute gehört Toni Navarro zu Zürich wie die Limetons Frau Münster. 1971 kommt der spanische Bauernbub als 19-Jähriger in die Schweiz. Mit 33 übernimmt er im Niederdorfs Zunfthaus zur Letzi und macht daraus Restaurantturm. Es ist der Anfang von einer Liebesbeziehung zu der Stadt und der Anfang von einer Erfolgsgeschichte. Seine leicht und kreativ Mittelmeerküche schlägt ein. Ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, dass ich Erfolg habe und so ist es vom ersten Tag an. Der Turm wird zu einem Place to be. Die Schönen und Berühmten geben sich Klinken in die Hand. Heute ist das Restaurant der regelrechte Wohlfühloase für alle. Der Toni Dutz, seine Gäste begrüßt sie persönlich. Die ein oder andere Negativschlagzeile hat es zwar auch gegeben in den letzten 25 Jahren. Der Vollblutgastronom will aber nur in guten Erinnerungen schwelgen. Im Leben gibt es Tiefe und Höhe. Aber die Tiefe, die muss man ignorieren, vergessen und nur mit dem Positiv denken. Und in so einer Weltstadt wie Zürich, da gibt es keine Tiefe, es gibt nur Höhe. Ein Bleistift hinter einem Moor, vollbart die langen Haare zusammengebunden. Das ist das Markenzeichen des erfolgreichen Gastrounternehmers. Der Toni Navarro führt heute insgesamt 4 Betriebe und eine Weinhandlung. Doch als Aufhören denkt der 58-Jährige nicht. Solange ich gesund bin, dann wird ich vielleicht Freude daran. Ich arbeite sehr gerne, ich bin sehr gerne unter den Leuten. Ich rede mit den Leuten über das, über das andere. Ich tue gerne kochen, ich tue gerne einkaufen, aufkaufen. Und solange es geht, dann bin ich da. Das grosse Jubiläumsfest, das steigt am 1. April und alle Einnahmen von dem Tag spendet Toni Navarro am Kinderspital Zürich und am Spitalprojekt Laos. Für Tele Zürich aus dem Niederdörfli, der Stefan Kaufmann.